Herzlich willkommen zum Kuriertalk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute darf ich bei uns im Studio einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er hat bereits über 600 Bücher veröffentlicht. Mit seinen Geschichten bringt er Generationen zum Träumen. Sein neuestes Buch nennt sich Die Bibel in Reimen und in Kürze findet dazu auch ein Konzert im Wiener Stephansdom statt. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Thomas Brezinger, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke für die Einladung. Vielleicht gleich mal zu Beginn zum Buch. Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, das Buch Die Bibel in Reimen zu schreiben? Dieses Erzählen in Reimen ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und ich habe geschrieben an einer Geschichte der Erde in Reimen und plötzlich sagt jemand, die Bibel in Reimen, das wär's doch. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist eine schöne Herausforderung. Das interessiert mich auch selber. Und dann bin ich zu einem lieben Freund gegangen, dem Dompfarrer Toni Faber, und habe gesagt, Toni, das habe ich vor, kannst du mir da helfen? Ich brauche viel, viel an Informationen. Und er hat ein Expertenteam zusammengestellt. Und dann hat eine sehr spannende Arbeit an dem Buch begonnen, weil ich viele, viele Fragen gestellt habe, um wirklich alles zu spüren, zu begreifen und dann zu erzählen. Sehr, sehr spannend. Das heißt, Toni Faber hat auch wirklich geholfen bei der Entstehung dieses Buches. Ja, sehr. Und wie gesagt, Expertinnen und Experten, die er dazu gebracht hat. Und er hat ja eine Art und Weise zu sprechen, zu erzählen, die begreifbar macht Dinge. Und ich habe ihn dann viele Sachen gefragt. Ein Beispiel war, Toni, viele Kinder sagen, es heißt in der Bibel, wir sind alle verwandt mit Adam und Eva. Und dann sagen viele Kinder, das gibt's doch nicht. Wieso? Also wir alle, wie soll das sein? Und darauf sagt er, Thomas, was damit gemeint ist, ist sowas Wichtiges. Es kann uns noch so gut gehen. Wir können nackt im Paradies gehen, alles zu essen und zu trinken haben. Dann kommt eine kleine Verführung, die sagt, es könnte noch ein bisschen besser sein. Und was machen wir Menschen? Wir wollen sie haben. Wir sind verführbar und wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und das ist unsere Verwandtschaft zu Adam und Eva. Das heißt, ein Buch für die ganze Familie, oder? Ja, das Buch gibt es ja schon seit 3 Jahren. Und die Rückmeldung, die ich habe, ist, es ist ein Buch für die ganze Familie. Es wird an sehr vielen Schulen eingesetzt und es haben etliche Erwachsene es für sich nur gekauft, weil sie gesagt haben, die Bibel hat sie immer interessiert. Und sie so kennenzulernen und zu lesen, das war etwas Besonderes für sie. Sehr spannend. Nun wird das Ganze auch musikalisch verpackt. Wie ist die Idee entstanden, ein Konzert aufzuführen im Wiener Stephansdom? Vor ungefähr einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, kam die Idee über den Verleger, den Bernhard Salomon, können wir eben nicht das Ganze auch musikalisch machen. Und er hat mich dann zusammengebracht mit dem Reinhold Hoffmann, einem Komponisten aus München. Und wir haben geredet und haben gesagt, wir machen 10 neue Lieder, basierend auf den Texten der Bibel in Reimen. Dazwischen verschiedene Texte, auch in Reimen, die ich lesen werde. Und so haben wir uns dann an die Arbeit gemacht und haben dann Lied nach Lied, eben zuerst habe ich die Texte geschrieben, er hat komponiert, dann haben wir geschaut, geht das so? Und so ist dann nach und nach dieses Konzert entstanden. Was sind so die großen Themen, die in diesen 10 Songs behandelt werden? Das beginnt mit der Entstehung der Erde, das Wunder dieser Erde. Da ist die Geschichte vom Paradies, von Adam und Eva. Da ist aber auch eben eine Geschichte, wer ist Gott? Wie können wir uns ihn überhaupt vorstellen? Eines der wichtigsten Themen der Bibel, Liebe. Ein Lied, das eben über die Geburt Jesus Christus spricht und das heißt Sterne. Also Zachäus, eine Geschichte, die man nicht so gut kennt, die aber sehr, sehr berührend ist. Und als Abschluss sieht die Welt als großen Garten. Es wird mit einem 100-köpfigen Kinderchor zusammengearbeitet. Gestern war die erste Probe im Wiener Stephansdom. Wie laufen denn die allerletzten Vorbereitungen? Die laufen sehr gut. Der Chor ist etwas ganz Besonderes. Das ist der Chor des Sacré-Cœur Pressbaum. Kinder würde ich sie nicht nennen, weil es sind auch 17-, 18-Jährige dabei. Das ist ein Chor, der mit einer Professionalität arbeitet. Von allen, von den Lehrerinnen, Lehrern, von der Leitung und vor allem alle, die singen, das ist beeindruckend. Und ihr Klang ist großartig. Wir haben eine Solistin, einen Solisten auch noch dazu. Und die Proben laufen
man soll es ja nie verschreien, also auf Holz klopfen. Soweit gut. Der Chor probt seit vielen, vielen Monaten. Mit allen anderen ist auch geprobt worden. Es ist alles auch schon aufgenommen worden. Und jetzt fiebern wir natürlich der Uraufführung am Donnerstag entgegen. Mhm. Wir wollen nicht nur darüber reden, wir hören jetzt in eine kleine Hörprobe hinein. Ein, das Grün der Wiesen, dazu Blau von Meer und Seen. Schlucke Farben aller Blumen, lass im Wind dein Lachen wehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lebe fröhlich wie die Vögel, gleite einfach auf dem Wind. Achte stets, dass deine Wünsche leicht wie Schmetterlinge sind. Oh, 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 oh. Klingt sehr, sehr vielversprechend. Was bedeutet denn Ihnen persönlich der Ort, der Stephansdom, dass das Konzert dort aufgeführt wird und welche Botschaft wird mit diesem Konzert vermittelt? Der Stephansdom als Aufführungsort der Uraufführung der Bibel in Reimen, das Konzert, also das muss ich schon sagen, das ist für das Konzert eine Auszeichnung und ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen. Der Stephansdom ist ja vor allem auch ein Treffpunkt für viele Konfessionen. Der ist ja so geöffnet worden und das ist so schön und das freut mich. Was mit dem Konzert ausgedrückt werden soll? Ich glaube, die wichtigsten Gedanken, die es im Leben gibt. Und das ist die Kraft der Liebe, die Kraft der Vergebung, die Kraft des Verständnisses für den anderen, die Kraft des Glaubens und was Glaube alles möglich macht. Und da geht es jetzt nicht nur um Glaube an Gott, sondern auch Glaube an sich selbst, Glaube in die Machbarkeit, Glaube, dass wir in dieser Welt Zeichen setzen und auch etwas verändern können. Mhm. Gibt es eine bestimmte Bibelgeschichte, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegt? Ja, die gibt es. Und das ist die Geschichte von Jesus geht über das Wasser, weil es hier eben um Glaube und Vertrauen geht. Und er gibt Petrus die Kraft, es auch zu tun. Und Petrus geht übers Wasser. Das ist diese schöne Symbolik. Und plötzlich sagt er, das kann es nicht geben. Das kann es nicht sein. Und in dem Moment versinkt er. Weil er einfach den Glauben daran verloren hat, dass etwas machbar ist. Und das ist eine Geschichte, die ich besonders berührend finde, weil es uns allen so geht. Und weil sie aber so deutlich zeigt, wie wichtig es ist, den Glauben zu bewahren. Sie haben mittlerweile über 600 Bücher veröffentlicht. Würden Sie sagen, ist dieses Konzert hier im Wiener Stephansdom doch so ein Highlight Ihrer Karriere? Ja, das ist es. Die Bibel in Reimen ist schon etwas sehr, sehr Besonderes in meinem Werk. Und ich bin so froh, dass ich es machen konnte und vor allem so viele wunderbare Menschen hatte, die mich da begleitet haben. Denn ohne die Gespräche, ohne dass ich so eintauchen konnte und vieles so gut erläutert bekommen habe, hätte ich es nicht machen können. Mir bedeutet das viel und das Konzert jetzt auch, weil der Reinhold Hoffmann hat wirklich großartig komponiert. Mhm. Das ist Musik, die Qualität hat, die gleichzeitig sehr anspricht, die ins Ohr geht und die tief Freude macht. Was waren so die größten Herausforderungen vielleicht bei der Entstehung der Songs? Gab es da was? Ja, natürlich immer. Weil, ich habe so den Text geschrieben, Skizzen gemacht, Ideen gemacht und der Reinhard hat dann überlegt, wie man das umsetzen kann. Und da gab es Lieder, die waren aufs Erste so, dass ich gesagt habe, wunderbar. Und dann gab es manche, wo er gesagt hat, du, ich kann mir mit dem Text nichts anfangen. Dann habe ich begonnen, ihm vorzusingen. Ich kann nicht singen. Also ich bin erzählerisch in all dem tätig. Dann habe ich versucht, es ihm ungefähr vorzusingen, wie ich das meine. Und er hat sich das alles geduldigst angehört und hat dann oft gesagt, jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Ja, das probiere ich sofort aus. Also danke, lieber Reinhold, für die guten Ohren. Sie haben immer wahnsinnig viel zu tun. Sind sehr, sehr viel am Schreiben. Aber was ich mich immer schon mal gefragt habe, woher schöpfen Sie Ihre Kraft, Ihre Motivation, immer weiter zu schreiben, so viel zu tun? Was ist Ihr Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist,
dass ich mit dem, was ich tue, Menschen begeistern will und Freude bereiten will. Ich will Augen zum Leuchten bringen. Ich stelle mir immer vor, wenn ich schreibe, dass ich vor Menschen stehe und erzähle und dann will ich das Gefühl haben, jetzt hören sie mir aufmerksam zu. Und die Neugier auf Neues. Wenn man mir sagt, machen wir die Bibel in Reimen als Konzert, sage ich, wow, super, Herausforderung. Also, was können wir alles tun? Also immer wieder eine Herausforderung, immer wieder etwas Neues und immer wieder mein Publikum auch überraschen. Tom Turbo gibt es mehr als 30 Jahre und ich schreibe immer noch neue Bände. Aber da ist dann schon die Herausforderung, wie kann ich eben überraschen, was Neues bringen? Gibt es auch sowas wie Schreibblockaden mal? Haben Sie sowas auch? Wie gehen Sie damit um? Aus meiner Erfahrung sind Schreibblockaden Müdigkeit. Ich tendiere dann auch dazu zu sagen, ich muss, das funktioniert überhaupt nicht. Also für mich Pause machen, spazieren gehen mit meinem Hund oder überhaupt ein, zwei Tage einmal wirklich loslassen, das ist das, was mir dann persönlich am meisten hilft. Und mit Menschen reden, ihnen ein bisschen die Ohren volljammern und dann gleichzeitig aber auch über Gedanken, über Ideen reden und plötzlich beginnt es dann wieder zu laufen. Wie viel Kind steckt denn noch in Thomas Brezina? Ein Kind steckt in uns allen, denn das Kind, das wir einmal waren, das verschwindet nicht. Ich habe zu dem Kind, das ich einmal war, eine gute Verbindung und auch ein gutes Verhältnis. Und diese Freude, die ich schon als Kind hatte, es gibt ja sehr viele Fotos von mir, wo man das auch sieht, das ist eine Freude, wo ich mir immer wieder gesagt habe, Moment, auch in schwierigen Situationen, die will ich mir jetzt bewahren. Es kann nicht sein, dass dieses Strahlen, das ich als Kind hatte, als Erwachsener verschwindet. Das ist nur so wie Wolken von Erziehung, Erfahrungen, Enttäuschungen, die sich so drüber legt. Und die muss man dann durchbrechen. Aber ich kann nur eins sagen, es steckt in jedem von uns ein Kind, das spielen möchte. Und ein spielerischer Zugang im Leben ist bei aller Ernsthaftigkeit, bei allen Herausforderungen, aus meiner Sicht durchaus möglich. Sehr, sehr schön, absolut. Worauf freuen Sie sich am Donnerstag bei der Uraufführung am allermeisten? Was können Sie kaum erwarten? Was ich kaum erwarten kann, dass es losgeht. Dass ich die ersten Töne höre, dass die ersten Sätze sind, das erste Lied gesungen wird. Und ich freue mich natürlich, wenn wir es dann geschafft haben. Das ganze Konzert dauert eine gute Stunde. Thomas Brezina, vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Zeit. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Bibel in Reimen, das Konzert wird am 16. Mai uraufgeführt im Wiener Stephansdom. Es gibt noch Karten, das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Vielen Dank fürs Zusehen, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.